Ja, und hallo zurück zu einer Folge Siberia 2. Ja, wir waren stehen geblieben beim letzten Mal vor diesem schönen Teich hier, wo der Dösbadlige hier lachend, ständig komisch lachende Mönch da gerade am Waschen ist. Ja, Gesundheit, Kate. Wir müssen hoch zu den Menschen. Das Problem ist, wir sind eine Frau, zumindest im Spiel. Im echten Leben würden sie mich wahrscheinlich da hochlassen, obwohl, weiß ich auch nicht, ob sie mich da hochlassen würden. Ich würde auch gar nicht hoch wollen, glaube ich. Ja, gut. Wir haben herausgefunden, dass der liebe Kerl hier hinter uns auf Vögel steht. Besonders auf eine besondere Vogelart. Und wir haben drei Pfeifen von dem Gemischtwarenhändler, von dem Colonel bekommen. Und eine schwarze, eine silberne und eine goldene. Ich habe so das dumpfe Gefühl. Also ich sag ganz ehrlich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, welche Pfeife das ist. Aber hallo? Der Vogel ist was Besonderes, also muss die Vogelpfeife auch was Besonderes sein. Hier, probieren wir mit der. Wenn nicht, haben wir noch zwei zur Auswahl. Und geben Sie sie mir zurück? Nein, natürlich nicht. Okay, dann war es doch nicht die goldene, dann ist es die silberne. Kannst du auch behalten hier. Will ich gar nicht. So, jetzt müsst's aber, oder? Haben Sie das gehört? Ja! Die weiße Amsel. Renn, du Dösel! Sie antwortet mir! Sie antwortet mir! Ja, unser. Wehe, ich muss. Ja, komm, nimm's dir weg. Okay, es ist kalt. Ich denke mal, sie hat sich's nur übergeworfen. Sagen wir mal so. Moment. Ah! Also ich denke mal, sie hat sich's nur übergeworfen. Ja. Das wäre doch ein bisschen kalt, weil eben hat sie noch gemeckert von wegen, dass es ja so kalt ist ohne die richtigen Klamotten. Jetzt würde ich mir Gedanken machen, wenn sie sich da so umzieht. Ah ja, jetzt kommen wir rein. Haha. Ausgetrickst. Also dafür, dass die keinen Strom haben, ist dieser Aufzug sehr interessant. Der sieht so aus, als ob der von dem lieben Hans auch gebaut worden ist. Was haben wir denn da Schönes? Ah ja. Okay, Streichhölzer. Streichhölzer können wir mal gebrauchen. Okay, hier können wir was kochen, aber ich glaube, hier können wir nicht mit anfangen, oder? Nee, noch nicht. Es fehlt etwas um. Okay, gut. Da können wir noch nichts mit anfangen, merken wir uns. Mit dem Mönch brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Die haben, glaube ich, alle ein Schwein abgelegt, oder? Oh, da ist was. Okay. Soll ich mal mit der Streichhölzer? Das wäre es ja noch. Okay, irgendwas ist hier, aber wir können damit noch nichts anfangen. Gut. Wir brauchen noch was. Dann gehen wir mal durchs Kloster, ein bisschen spazieren, suchen mal. Können hier hingehen, dann gehen wir mal erstmal. Oh, warte mal, hier ist was. Ah, nee. Da gehen wir nicht hin. Wir gehen hier hin. Können wir da rein? Oh, da können wir auch rein. Da können wir auch hin. Okay, Tür ist auf, das heißt, wir kommen hier rein. Oh ja. So, und wo kommen wir denn jetzt hier hin? Okay, wir gehen hier lang. Oh, da ist was gewesen. Ne, das ist ein Mensch. Okay, da ist noch ein Mensch. Weiter kommen wir nicht, dann gehen wir wieder runter.
Oh, warte. Nee, da sprechen wir wieder den Mönch, da sprechen wir nur den Mönch an. Das ist nämlich nicht die. Okay, wir sind unten. Oh, warte mal. Sie könnten mich sehen. Ja gut, dann halt nicht. Aber wir merken uns, dass hier was ist. Okay, gehen wir wieder raus. Also das hier unten ist auf jeden Fall, was wir benutzen können, diesen Stab. Dann gehen wir mal hier hin. Und ich denke mal, hier in dem Bereich wird wahrscheinlich der Obermacker sein. Wenn wir jetzt böse gesagt ausdrücken. Da ist auch nochmal was. Das ist der Friedhof. Oh, was haben wir denn da Schönes? Was ist... Okay, da kommen wir nicht weiter. Da brauchen wir wahrscheinlich was für. Okay. Wir können das hier angucken. Also es ist auf jeden Fall noch interessant für uns. Hier ist momentan nichts, womit wir was anfangen können. Das heißt, wir gehen dann jetzt mal hier hin. Okay, das ich würde nie wagen, einen Mönch während seiner Andacht zu stören. Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Dann gehen wir mal weiter. Wird auch erst später interessant, würde ich sagen. So, gucken wir, dann gehen wir mal in die Richtung. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch der Weg. Ja. Zum Chef von dem Ganzen hier. Mal schauen, wie er gleich reagieren wird. Okay, da brauchen wir Schlüssel. Können wir auch noch nichts mit anfangen. Hallo, ist da jemand? Oh je. Oh je. Dass das eine gute Idee ist. Da ist er. Verzeihung. Was? Eine Frau? Das ist strengstens verboten. Was zum Teufel tun Sie hier, Fräulein? Ich heiße Kate Walker und bin Anwältin aus New York. Entschuldigen Sie bitte. Ich musste Sie unbedingt sprechen. Ihre Mönche wollten mich nicht eintreten lassen. Fräulein Walker, wir wünschen in diesem Ort der klösterlichen Einkehr keine weibliche Gegenwart. Das ist sehr unangenehm. Sie können nicht lange bleiben. Verzeihen Sie bitte meine etwas ungewöhnliche Art, zu Ihnen vorzudringen, Pater. Aber mein Anliegen ist lauter, müssen Sie wissen. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, meine Tochter. Und hier ruht der Blick des Allmächtigen auf Ihnen. Mein Freund ist schwer krank. Und im Dorf heißt es... Wir müssen die Prüfung, die der Herr uns auferlegt, hinnehmen, mein Kind. Was für ein Schuss. Mein Freund heißt Hans Vorarlberg. Sein ganzes Leben lang hat er unvorstellbare Maschinen gebaut. Automaten, die seinen Mitmenschen die Arbeit erleichtern oder sie unterhalten. Er ist ein großer Erfinder. Ein Erfinder also. Diese Menschen wären oft besser beraten, vor der Schöpfung des Herrn etwas mehr Demut zu zeigen. Dein Aufzug, mein Freund? Dein Aufzug? Ich möchte die Hilfe des heilgelehrten Mönches dieses Klosters erbitten. Meinem Freund geht es sehr schlecht. Er ist sehr alt.
Ein ermüdeter Körper verweigert manchmal jede Heilung. Deshalb heilen wir auch die Seelen. Woran leidet Ihr Freund? An hohem Fieber. Es begann mit einer Art Anfall. Manchmal müssen wir das Unausweichliche, das nahende Ende. Sie verstehen nicht. Hans mag alt und krank sein, aber er hat nur einen einzigen Wunsch, seine Reise fortzusetzen. Wir müssen uns dem Schicksal fügen, so lautet der Wille Gottes. Aber mein Freund muss behandelt werden und Sie sind der Einzige in dieser Gegend, der dazu imstande ist. Ohne einen Wink des Allmächtigen kann selbst ich nichts für Ihren Freund tun. Ich bedauere, Fräulein Walker. Also mal ganz ehrlich, mein Freund. Was Gott will, das weißt du nicht. Zum einen will er, dass wir die Schöpfung ehren. Zum anderen will er, dass wir uns weiterentwickeln. Deswegen hat er uns den freien Willen damals gegeben. So steht es auch in der Bibel. Dass wir uns frei entscheiden können. Was ja auch viele, kirchlich und so verkehrt interpretieren. Gezwungene Hingabe ist die falsche Hingabe. Freiwillige Hingabe aus dem vollen Herzen, das ist die Hingabe, die er haben will. Steht auch in der Bibel so, wenn man es mal richtig lesen würde. Wie sagte mein Vater so schön zu einem aus der Kirche, als der aus der Kirche sagt, ja, ich kenne die Bibel auswendig. Mein Vater sagt zu ihm, du kennst sie auswendig, ich kenne sie inwendig. Oh, dann war komischerweise ziemlich Ruhe. Ich bin wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen, Pater. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Meine Tochter, ich widme mich nur den äußerst schlimmen Fällen. Aber oh. Pater, der hier ist sehr schlimm. Es gibt eine Regel, Fräulein Walker. Halten Sie sich daran. Sie bringen mir das Abbild des... Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich habe das Schweißtuch dabei. Dann zeigen Sie es mir, mein Kind. So, und wie willst du jetzt erkennen, wie krank er dran ist? Oh Gott, wenn ich mir das schon angucke. Schon gut, wir holen Ihren Freund. Oh, was ein Glück. It's our man. He's got something. Canton? I can barely hear you. What news have you got? I talked to the hotel guys, Mr. Marston. She checked out of Arrowbad last week. Headed off with Hans Vorarlberg. How is she? Seems her health is fine, Mr. Marston, but, What? Her behavior seems... Don't beat about the bush, Canton, please. Look, Mr. Marston, it's like this. I'm afraid that Miss Walker has been acting... How do you say it? Differently. Haben Sie gut geschlafen, mein Kind? Ja. Ja, danke. Wie geht es Hans? Ja, leider haben Sie ihn sehr spät zu uns gebracht. Ich fürchte, wir können nicht mehr viel für ihn tun. Wir kümmern uns aber um seine Seele. Wie? Was sagen Sie da? Dieser Mann ist am Ende. Seine letzte Stunde bricht an. Ja, aber das ist unmöglich. Ihr Freund liegt im Sterben. Sie müssen mir glauben. Pater, ich bitte Sie, helfen Sie Hans. Gräme dich nicht, meine Tochter. Ich nehme mich seiner Seele an. Kann ich ihn sehen? Davon rate ich Ihnen ab. Die verwirrten Geister sind häufig vom Bösen bewohnt. Sie könnten auf heimtückische Weise befallen werden. Davor fürchte ich mich nicht. Ich muss ihn sprechen. Verstehen Sie? Aber so lautet die Klosterregel, Fräulein Walker. Mit den Kranken spricht man nicht. Ich kann Hans nicht einfach so im Stich lassen. Ich verlange, ihn zu sehen. Auf der Stelle. Haben Sie verstanden? Na gut. Ihr Freund befindet sich in der letzten Kammer, den Gang ganz hinunter. Doch ich beschwöre Sie, mein Kind. Hören Sie nicht auf die aberwitzigen Fantasien dieses armen, todgeweihten Mannes.
Ich erwarte Sie in der Kapelle, wenn alles vorüber ist, für die Formalitäten. Verstehen Sie? Gut. Ich habe jetzt den anderen Punkt nicht machen können, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt Latte. Aber wenn ich jetzt schon so höre, mit den Kranken redet man nicht. Da könnte ich jetzt als jemand, der selber schon genug aus der Verwandtschaft verloren hat, wo auch zwei dabei waren, die an ach, wie heißt es nochmal? Toll. Jetzt komme ich nicht drauf. Also manchmal bin ich echt vergesslich. Schlaganfall. Danke, Google. Die beide einen Schlaganfall hatten. Meine beiden Omas, die eine besser als die andere hat es nicht so gut verkraftet, die ist da so schon mehr Richtung vergessen gerutscht, bei der hat es ein bisschen länger gedauert, meine anderen Oma zum Glück nicht so lange, da war ich zum Glück da, aber mit Kranken sollte man sprechen, das ist wichtig, zum Teil für ihre Genesung, aber auch zum Teil zu wissen, dass sie nicht alleine sind, weil wenn sie denken, sie wären alleine, dann wird das Ganze noch schlimmer. So hilft man ihnen ein bisschen. Die brauchen Kontakt. Okay. Wie gesagt, aber auch, weil ich Zivildienst gemacht habe. Hallo, Hans. 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 Hören Sie mich? Kate? Wo sind wir? Seien Sie unbesorgt. Sie sind hier in guten Händen. Gut. In Ihrem Zustand können Sie die Reise nicht fortsetzen. Sie sind krank, Hans. Wir brauchen erst einen Arzt. Kate, ich muss nach Siberia. Kommst du? Wir schaffen das irgendwie. Ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Sie dorthin begleite. Hans, ich habe Sie hierher gebracht, damit Ihnen geholfen wird. Dazu haben wir keine Zeit, Kate. Wir müssen dorthin gelangen. Nach Siberia. Beruhigen Sie sich, Hans. Ich bitte Sie. Nein. Hans, wir befinden uns im Kloster. Erinnern Sie sich? In Valladolid ist es 19.15 Uhr. Vater ist immer sehr pünktlich. Er bleibt nicht mehr bei uns. Er kehrt zur Manufaktur zurück. Verschwindet in seinem Büro und... Nein, Hans. In Valladolid sind Sie geboren. Jetzt sind wir im Kloster von Romansburg, weit weg von Valladolid. Hier werden Sie geheilt werden. Alexei, suchen Sie Alexei Tukjanov. Alexei Tukjanov? Okay. Alexei, er hat bei den Yukol gelebt. Er kann mir helfen. Man lauscht nicht an Türen. Wer ist Alexei? Ein alter Mönch, ein Freund. Er kennt die Heilkunst der Yukol. Warum soll ich den Mönch Alexei finden? Alexei, er kann mir helfen. Aber seien Sie vernünftig. Niemand kann Ihnen hier besser helfen als der alte Patriarch. Ach. Alexei, er kennt sich in der Heilkunst der Yukol aus. Der alte Patriarch, er ist ein Dummkopf. Ganz, danke. Der Meinung bin ich auch. Sie glauben also wirklich, dieser Mönch könne Sie heilen? Alexei? Er behandelt nach Art der Schamanen. Die Schamanen sind genau richtig für mich. Sie scheinen den Yukol bedeutende Heilkräfte zuzuschreiben. Die Magie der Yukol-Schamanen ist sehr wirksam. Aber Hans, Sie wissen doch selbst, dass das nur Hokuspokus ist. Die Yukol verfügen über großes Wissen, Kate. Großes Wissen. Ich bin bald wieder zurück. Gut. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Gucken wir da mal. Käse und hartes Brot. Käse und hartes Brot. Brauchen wir nicht.
Okay, hier ist nichts. Hier können wir nichts anfangen, aber werden wir noch was mit anfangen können. So, jetzt machen wir die Tür auf und stoßen wir bestimmt gegen den. Schade. So, mein Freund. Wir stellen dich mal zur Rede. Sie lauschen hinter Türen? Ah, lauschen? Nein, ich mach nur sauber. Lügner. Ich habe eben mit Hans gesprochen. Was für Neuigkeiten gibt es? Ja, also, er hat mir von einem ihrer Mitmönche erzählt. Einem gewissen Alexei. Ah, Tempus edax rerum. Bruder Alexei weilt nicht mehr auf Erden. Sie kennen diesen Alexei also nicht? Nein, nein. Omnis homo mendax. Sie wissen doch bestimmt, wo Alexei steckt. Mors ultima ratio. Mehr hast du uns nicht zu sagen? Interessant. Okay. Bürste brauchten wir. Könnte es sein, dass wir die Bürste... Das könnte möglich sein. Wir probieren es mal aus. Und ich habe ein... Nett, toll. Nett. Geht nicht? Okay. Geht nicht. Der wird doch nicht etwa das Grab ausheben, für was ich denke. Eine echte Mönchsgrab. Ja, das soll für Hans sein, das Grab, habe ich das Gefühl. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem trotteligen Patriarchen. Aber woanders, da kommen wir gerade nicht weiter, würde ich sagen. Aber wir haben halt dieses Dokument bekommen. Okay, gehen wir erstmal zu dem. Guten Tag, Pater. Grüß Gott, mein... Wir müssen unsere Reise unbedingt fortsetzen. Unbedingt. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Herr Vorarlberg ist ja gar nicht in der nötigen Verfassung. Hans Vorarlberg wird seine Reise fortsetzen. Er ist am Ende seiner Reise angelangt, mein armes Kind. Dagegen sind Sie... Können Sie wirklich nichts für Hans tun? Sein Schicksal liegt nicht mehr in unseren Händen. Beten Sie, mein Kind, für seine... Da ist nichts, wofür Hans büßen müsste. Seine Fieberreden sind bei Gott. Oh, aber Hans Vorarlberg hat nicht die geringste Sünde begangen. Die Fantasien, die dieser Unglückselige in seinem Wahn von sich gibt... sind die eines Ketzers. Beten Sie, mein Kind. Sie wildgewordener Irrer, Fanatiker. Ich rede mit Hans, ob es Ihnen passt oder nicht. Ich habe Hans gesprochen. Tatsächlich. Es scheint ihm etwas besser zu gehen. Das ist pure Einbildung, mein Kind. Seine Zeit auf Erden läuft ab. Er sprach von einem Mönch, der ihm helfen könnte. Ich wüsste nicht, wer, Fräulein Walker. Wirklich nicht. Ein Mönch, der viele Jahre bei den Yukol zugebracht haben soll. So ein Lügner. Sie kennen doch diesen rätselhaften Eingeborenenstamm im hohen Norden. Ihrem Freund scheint es wirklich ganz... Der Typ lügt uns an, aber richtig in die Fresse. Somit ist er auch nicht besser. Also bist du auch ein Sünder, mein Freund. Und zwar ein großer Sünder. Weil du uns die Hilfe verweigerst und uns anlügst. Pater, kennen Sie vielleicht einen gewissen Alexei Tukjanov? Ein ketzerischer Mönch und Narr.
sprechen wir nicht von ihm, meine Tochter. Ah, ja. Hans Vorarlberg schien ihn aber für einen bedeutenden Mann. Ihr Freund ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Könnte ich trotzdem diesen Mann sprechen? Nein, Alexei Tukjanov hat uns schon vor langer Zeit verlassen, Fräulein Walker. Verzeihen Sie meine Beharrlichkeit, Pater. Aber wo könnte ich Alexei Tukjanov finden? Es ist wirklich wichtig. Alexei Tukjanov ist tot. Friede seiner Seele, mein Kind. Friede seiner Seele. Na toll. Hans hat mir oft von den Yukol erzählt. Einem rätselhaften Volk im hohen Norden. Ach, das sind degenerierte Wilde. Sie beten Götzen und eitle Götter an und sind für keinerlei Bekehrung zugänglich. Eitle Götter? Hans hat lange unter ihnen gelebt. Sie sind wie eine zweite... Ich beschwöre Sie, geben Sie nichts auf den pittoresken Reiz dieser Völker. Ihr einziges Bestreben ist es, sich in einen vermeintlichen Eden in Rohheit und Wollust zu suhlen. Denken Sie daran, wer sich von Gott entfernt... Nun, ich glaube, ich habe genug gehört. Gehen Sie nur und wägen Sie die Folgen Ihrer Taten gut... Eitle Götter. Mein Freund, du bist selber eitel. Auch eine Todsünde, ne? Nur so mal als Hinweis. Ich mag dich nicht. Nicht im geringsten. Okay. Gut. Bei dem Trottel erreichen wir nicht. Was ist denn mit unserem hier Kumpel da? Guckt der noch hier irgendwo rum? Oh, ich glaube, da ist ein bisschen was weniger geworden, oder? Ah, guck mal hier. Die lag eben noch nicht hier. Und ich glaube, die können wir gleich gebrauchen. Ne, da kommen wir nicht weiter. Bah, ich mag den Patriarchen überhaupt nicht. So Leute habe ich gefressen. Aber zumindest kommen wir jetzt weiter mit dem, was wir vorhaben. Gehen wir mal hier hin. Ich glaube, das können wir hier gebrauchen. Wir nehmen es mal mit. Ja, da ist er. Okay, wie kommen wir denn weiter? Haben wir hier irgendwas anderes Schönes? Das war die Mammut. Das war das Mammut aus auf Glas. Gucken wir uns das mal an. Okay, das ist auch nicht. Das okay, aber jetzt können wir eigentlich auch in die Bibliothek gehen, denn wir sind ja nicht mehr verkleidet. Fällt mir gerade auf. Das heißt, wir können auch das Ding benutzen. Wobei. Der Haken, der ist bestimmt. Der dürfte bestimmt für die Dinger hier sein, oder? Das ist ja ein Haken. Damit kann man die Lampen hier ziehen. Ich meine, mich da noch an erinnern zu können. Ich glaube, mir fällt da noch was anderes wieder ein. War hier nicht irgendwo was? Ne, hier kommen wir nicht weiter. Kommen wir gerade nicht weiter, aber ich meine, die werden da zum Ziehen gedacht. Ja, nehmen können wir sie jetzt. Ja, damit können wir die einstellen. Das bringt uns aber nichts. Ich mir gedacht habe. Ist aber nichts, womit wir was anfangen können. Außerdem. Aber es bringt nichts, wenn ich hier jetzt dran rumrüttle, wenn ich nicht weiß,
Wie? Okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Wir müssen irgendwas müssen wir noch triggern. Hans? Hm? Okay, da kommen wir auch nicht weiter. Ja, geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Oh. Geht aber auch nicht wirklich. Okay. Ich muss mal gucken, war da noch irgendwas? Ach. Okay, das funktioniert nicht. Ja, gut. Wir kommen jetzt erstmal nicht weiter hier und es ist auch schon wieder einiges an Zeit vergangen. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ja, und dann schauen wir, ob wir Hans helfen können oder nicht und ob wir den Patriarch eins auswischen können, ob wir jetzt das Geheimnis so um den lieben Alexei noch lüften können und so weiter und so fort. Und ob wir weiterreisen können, das ist das Wichtigste. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.